Hier hat sie bis vor kurzem noch gesessen, eine 16-jährige Schülerin von Sonja Witt. Doch von einem Tag auf den anderen war das muslimische Mädchen verschwunden und kam nie wieder zum Unterricht. Kein Einzelfall an dieser Schule. Aus Sorge um ihre Schüler treffen wir die Lehrerin allein. Ich mache häufiger die Erfahrung, dass die Mädchen sich verlieben, dieses Verliebtsein vom Zuhause aus, vom Elternhaus nicht ausleben dürfen, dann oft auch ganz unglücklich verliebt sind, in die Familie zu dem Jungen rennen, sich da das große Glück auch erhoffen und viel mehr Freiheit, dann werden sie von den Eltern zurückgeholt. Wenn sie dann zu Hause sind, dauert es nicht mehr lange, dann werden sie verheiratet. Den Bräutigam dürfen sie sich nicht selber aussuchen. So erging es auch ihrer Schülerin. Sie verliebte sich, doch die Eltern verboten ihr den Umgang mit dem Jungen. Eine dramatische und ausweglose Situation. Die Zukunft ist letztendlich so, dass sie in ihre Fußstapfen ihrer Mütter treten. Dann mit 30 viele Kinder haben ohne Ausbildung. Nach einer aktuellen Studie verlassen 44% der Mädchen, die in Deutschland zur Ehe gezwungen werden, die Schule ohne Abschluss. Häufig müssen sie auch in ihr Heimatland zurückkehren. Die meisten stammen aus muslimischen Familien der Türkei, aber auch aus Albanien oder dem Kosovo. In der Beratungsstelle der Caritas in Gelsenkirchen finden Betroffene Hilfe. Viele werden von ihren Angehörigen unterdrückt und haben kein eigenständiges Leben mehr. Zum einen leiden sie unter wirklich massiver körperlicher Gewalt, zum anderen auch darunter, dass sie zum Beispiel das Haus nicht verlassen dürfen, alleine nicht einkaufen gehen dürfen, nicht schwimmen gehen können oder Sportveranstaltungen oder andere Veranstaltungen besuchen können, immer nur unter Aufsicht. Betroffene, die anonym bleiben wollen, können sich an das Mädchenhaus Bielefeld wenden. Der Verein bietet in 6 Sprachen eine kostenlose Online-Beratung an und gibt Tipps über Zufluchtmöglichkeiten. Wie es ihrer Schülerin nach der Zwangsheirat geht und wo sie sich aufhält, weiß Sonja Witt nicht. Das macht ihr Sorgen. In dem Fall war ich sehr betroffen, weil ich kenne das Mädchen seit der 4. Klasse. Ich habe natürlich gedacht, ich habe so viel Arbeit geleistet und emotional eine Ebene geschaffen, dass das eventuell nicht passieren kann. Aber es überfällt einen dann von heute auf morgen und man sieht sich ohnmächtig in dieser Situation stehen. Sonja Witt hat Jugendamt und Schulamt eingeschaltet. Vielleicht hilft der Druck der Behörden, das Mädchen doch noch aus der Isolation zu befreien. Das ist natürlich die Hoffnung. Asiye Balıkçı ist jetzt bei mir im Studio von der integrativen Fachberatung der Caritas in Gelsenkirchen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Kann das gelingen, über die Behörden das Mädchen zu finden? Das ist ganz schwierig, weil letztendlich ist es so, dass die Betroffenen auch zur Polizei gehen müssen. Also der erste Schritt ist wirklich, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Das heißt, die Frauen, die Mädchen selber müssen da aktiv werden? Ganz genau. Und wenn die Betroffenen aber sagen, wir möchten in der Familie bleiben, weil wir die Familie schützen möchten, dann gibt es leider keine Handhabe. Das ist ein unheimlicher Druck dann natürlich auch für die Betroffenen, die Loyalität gegenüber der eigenen Familie oder dann eben zur Polizei zu gehen. Das ist ja verboten, das ist eine schreckliche Straftat, da werden Schicksale zerstört, das ist auch im Koran verboten. Ganz genau. Warum passiert das? Was steckt dahinter? Naja, die Eltern sagen häufig, wir wollen doch nur das Beste für unsere Kinder. Und das Beste, was sie gelernt haben, ist, dass sie quasi die Ehepartner aussuchen, weil sie aus der gleichen Community kommen, den gleichen Bildungshintergrund haben, vielleicht auch aus der gleichen Gemeinschaft kommen. Also es steht häufig ein Schutzgedanke aus Sicht der Eltern dahinter. Und sie verstehen die Welt nicht, wenn dann von deutscher Seite aus die Polizei anrückt oder das Jugendamt und sie sagen, sie tun ihrem Kind Böses an. Das können sie gar nicht verstehen. Jetzt werden die Mädchen dann hier groß, in einem ganz anderen Umfeld, haben ganz andere Interessen, ganz andere Wünsche, Träume. Ja. Wie können die sich schützen oder wehren? Naja, ich glaube, dass Präventivarbeit ganz wichtig ist. In den Schulen ist ganz viel Arbeit notwendig. Das heißt, die Sensibilisierung von Lehrkräften ist enorm wichtig, aber auch, dass sie das an die Schülerinnen und Schüler weitergeben können, sagen können, ihr habt folgende Möglichkeiten, ihr habt Rechte. Das ist ein gutes Beispiel, was wir gerade gesehen haben. Die Lehrerin, die sagt, ich setze mich ein, genau. Ich gucke nicht einfach, der Stuhl bleibt leer, sondern ich mache was. Ja, und ich denke, Elternarbeit ist auch ein wichtiger Faktor, dass man die Eltern mit einbindet und auch gerade die Frauen und sagt, also ihr habt das gleiche Schicksal erlebt und tut das euren Kindern nicht an. Das ist ein Verbrechen wirklich gegen die Menschlichkeit letztendlich. Ist das Ihr Ansatzpunkt auch, wenn Sie mit Betroffenen arbeiten oder was können Sie tun? Ja, unbedingt. Also was ich mache, ist, dass ich wirklich auch zu Moscheegemeinden Kontakte aufnehme und dass ich da einfach auch versuche, Sensibilisierung auch in der Moschee vor Ort letztendlich anzubieten, um zu sagen, wir müssen alle Schulter an Schulter letztendlich zu dem Thema miteinander gemeinsam etwas anbieten. Haben Sie das Gefühl, da bewegt sich was? Das kommt mir so unheimlich gestrig vor, so aus ganz vergangenen Zeiten, dass man zwangsverheiratet wird. Bewegt sich da was? Ändert sich da was auch durch Ihre Arbeit?
Ich denke schon. Also gerade in Gelsenkirchen ist es so, dass die gesamten Netzwerke zusammenarbeiten. Also es gibt eine Fachtagung heute, wo die Stadt Gelsenkirchen, aber auch wirklich der interkulturelle Arbeitsrat, die evangelische Kirche und der Caritasverband Schulter an Schulter sich des Themas angenommen haben. Es tut sich was, aber ich glaube, wir müssen wirklich vor Ort dann auch mit den muslimischen Gemeinden zusammenarbeiten und die auch noch mal ein bisschen mehr in die Verantwortung ziehen. Die tun viel, aber es muss noch mehr getan werden. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Kraft, viel Erfolg für diese Arbeit, Asiye Balıkçı. Danke für den Besuch. Dankeschön.